Ich versuch's nochmal. Manchmal, liebe Freunde, muss man einen Schritt zurücktreten, um den Überblick nicht zu verlieren. Vor 3 Jahren nahmen wir erstmals Kontakt mit Politikern auf. Damals lernten wir den Kreistagsabgeordneten Steffen Cortré kennen. Heute ist Steffen Mitglied des Bundestages. Stück für Stück, Mandat für Mandat holen wir uns unser Land zurück. Begrüßen wir Steffen Cortré. Liebe Freunde, liebe Cottbusser, liebe Patrioten, ich grüße euch. Und ja, wenn ich hier so vor euch stehe, freut mich das. Die Sonne macht uns alle zu schaffen, aber wir harren aus. Und genauso tun wir das im Deutschen Bundestag. Wir harren dort aus, obwohl wir da zum Teil beschimpft werden, obwohl dort also eine große Idiotie herrscht bei den anderen Parteien. Von den Linksgrünen müssen wir uns da beschimpfen lassen, müssen uns da ideologische Halbwahrheiten und Lügen anhören. Aber wir harren da aus. Wir haben jetzt 1 Jahr im Deutschen Bundestag und werden die weiteren 3 Jahre so weitermachen wie bisher. Immer den Finger in die Wunde. Immer faktenbasiert auch. Und auch immer die Probleme frontal angeht. Ganz klar. Wenn ich mir die Situation hier in Deutschland anschaue, dann tun sich Parallelen auf. Sie ahnen, was jetzt kommt, Parallelen zur DDR. Ich selbst bin in der DDR auch groß geworden. Und wenn ich dann von Parallelen spreche, die ich hier wahrnehme, dann meine ich nicht die guten Seiten, die die DDR hat. Ich meine nicht das Gefühl von Sicherheit und auch die wirkliche soziale Sicherheit. Ich meine nicht die innere Sicherheit, die da war. Nein, ich meine die schlechten Seiten, die sich nämlich darin manifestieren, dass die DDR diktatorische Strukturen hat. Und genau diese Strukturen sehen ich jetzt hier wieder am Werk und Sie sehen die auch wieder am Werk, denke ich. Das ist Abbau des Rechtsstaates, muss ich nicht betonen. Millionen von Menschen, von Fremden sind widerrechtlich hier bei uns. Das sind Depressionen, Repressionen. Sie wissen das auch, mindestens oder jeder kennt mindestens einen, der auf Arbeit gemobbt worden ist oder sogar seinen Job verloren hat. Und das ist die Lüge. Das ist die Lüge. Es gibt ja nicht umsonst das Wort Lügenpresse, auch wenn ich das nicht benutze. Ich sage Lückenpresse, aber auch das ist nicht in Ordnung. Aber es ist die Lüge, die wir hier überall feststellen. Und die, eine der größten Lügen ist zum Beispiel, dass wir mit den Flüchtlingen Migranten bekommen, und Menschen, die verfolgt sind, ist ja gar nicht so, wissen wir ja alle. Die wenigsten von denen sind verfolgt. Dann gibt es weitere Lügen. Es gibt eine Lüge, dass wir unsere Grenzen nicht sichern könnten. Auch eine ganz große Lüge, das geht ganz einfach. Und es gibt natürlich auch ein Thema, über das wenig geredet wird, das ist die Ausländerkriminalität. Und hier wird auch gelogen. Ja, wir müssen es auch wieder ganz klar sagen, Ausländer sind statistisch gesehen krimineller als Deutsche. Und das sage ich ganz klar, das müssen wir auch ganz klar sagen, aber daran sehen wir, dass dieses Land sich hier in eine Lüge verstrickt hat, ausgehend vom Merkel-Regime, die diese Lüge ständig wiederholt und versucht, die Wahrheiten zu vertuschen. Und daran erkennen wir die diktatorischen Bestrebungen, die diktatorischen Elemente, die langsam hier Fuß fassen und immer stärker werden. Aber liebe Freunde, wir von der AfD setzen was dagegen im Parlament, hier heute auf der Straße, Sie vor allen Dingen setzen hier was dagegen. Und deswegen bin ich hoffnungsfroh. Ich bin auch deshalb hoffnungsfroh, weil es oftmals sehr einfach ist. Wir haben einfache Lösungen anzubieten von der AfD, wird uns manchmal vorgeworfen. So war es letztens in einem Interview. Naja, Sie von der AfD haben ja immer so einfache Lösungen. Da sage ich, ja, für einfache Probleme gibt es einfache Lösungen. Wer hier nicht berechtigt ist, da zu sein, der wird abgeschoben. Ich muss nichts weiter hinzufügen. Das ist Recht und Gesetz, das macht jeder andere Staat auch und das haben wir früher auch gemacht. Warum soll das jetzt nicht gehen? Das geht ganz einfach. Naja, und wenn dann der Einwand kommt, die anderen Staaten nehmen ihre Leute nicht mehr zurück, naja, dann sage ich auch ganz einfach. Dann wären halt die Konten der Funktionäre dort und der Verantwortlichen eingefroren. Das meinen Sie, wie schnell die ihre Leute auch wieder zurücknehmen? Ich will damit nur andeuten, weil ich oftmals auch höre, naja, das ist alles schon zu spät. Nein, ist es nicht. Es gibt für jedes Problem eine Lösung. Und wenn diese Lösung halt ein bisschen länger dauert, und das wird es vermutlich, weil wir alle Geduld haben müssen,
dann wird die Lösung nachher auch umfassender sein. Deswegen sei dies nur hier angedeutet. Und eine weitere Lüge zum Beispiel ist, dass die Lausitz weiter so prosperieren kann ohne die Braunkohle. Völliger Quatsch. Deswegen sagen wir von der AfD, kein vorzeitiger Ausstieg aus der Braunkohle. Denn wir wissen ganz genau, es gibt da die Augenwischereien, gerade von den Grünen und auch von den anderen Parteien, egal wie sie heißen. Sie sagen, naja, dann machen wir hier einen Strukturwandel. Naja, wie soll das funktionieren? Die Wertschöpfung der Braunkohle beträgt 1 Milliarde Euro pro Jahr. Wertschöpfung der Braunkohle. Und ich muss Ihnen auch nicht erzählen, wie viele Arbeitskräfte da dranhängen. Das kriegen wir nicht so schnell geändert. Natürlich ist es ein natürlicher Zustand, dass nachdem die Braunkohle abgewagert ist, sie dann nicht mehr da ist. Das heißt, ein Strukturwandel wird ohnehin kommen. Nur, wir von der AfD sagen, das braucht seine Jahrzehnte. Schauen wir ins Ruhrgebiet, das hat 30, 40 Jahre gedauert. Und die wollen wir hier auch haben für die Braunkohle. Und ich hatte letztens auch eine Anfrage gestellt, ob denn, so wie behauptet von den Grünen, die Abbaggerung der Braunkohle Gesundheitsschäden nach sich zieht. So, die Antwort der Bundesregierung war natürlich naturgemäß, nein, ihr ist nichts bekannt. Aber das ist eine Floskel immer. Also wenn sie nicht zugeben wollen, dass es so ist, dann sagen sie mal, es ist ihr nicht bekannt. So, also es gibt keine gesundheitlichen Schäden durch das Abbaggern der Braunkohle. Das aber auch nur am Rande. Wie gesagt, die AfD steht zur Braunkohle, damit hier in der Lausitz auch weiterhin noch das Licht anbleibt. Ich will euch gar nicht so lange jetzt weiter auf die Folter spannen. Eins noch, kleines Kompliment an euch, wenn wir da zum Beispiel im Bundestag sitzen und uns wieder beschimpfen lassen oder überlegen, welche Lösungen haben wir, die wir den ideologischen Parteien entgegensetzen. Dann denke ich zum Beispiel auch an Cottbus und sage mir, hier in Cottbus gehen die Leute auf die Straße und unterstützen uns. Sie hören uns zu. Und ich sehe, dass Bürgerinitiative und Partei hier Hand in Hand gehen. Und aus diesem Grunde auch haben wir hier unter anderem ein Büro der AfD-Fraktion, der Brandenburger AfD-Landtagsfraktion hier in, Entschuldigung, der Landesgruppe, Entschuldigung, ist ein bisschen heiß hier, der AfD-Landesgruppe Brandenburg. Da haben wir hier also zusammen auch mit Birgit Bessin aus dem Landtag Brandenburg ein Büro eröffnet, um hier auch die Impulse zu empfangen, um hier auch zu sehen, was bewegt euch und um natürlich mit den Cottbusern ins Gespräch zu kommen. Es wurde schon erwähnt, es war ein Farbanschlag dann vor 3, 4 Wochen, brauchen wir nicht weiter diskutieren. Wie auch schon gesagt, wer keine Argumente hat, der agiert halt so, aber wir lassen uns hier natürlich nicht vertreiben, völlig klar, wir bleiben hier. Wir haben hier Fuß gefasst und wir werden hier in Zukunft auch noch bleiben, um die Probleme beim Namen zu nennen. Haben Sie, vielen Dank, liebe Patrioten, liebe Cottbusser, das soll es von mir aus jetzt gewesen sein. Treten Sie bitte an mich heran, an unser Büro, dann kommen wir ins Gespräch und können dort noch Meinungen austauschen, noch mehr Informationen austauschen. Das würde mich freuen und vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.